Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Nein, heute keine Politik. Heute geht es um Universität und zwar ganz konkret um das Hilti-Institut und ich begrüße den Assistenzprofessor, ich muss ihn nachschauen, Stefan Seidel. Grüß Gott. Hallo. Hilti-Institut, was ist das Hilti-Institut? Wir sind das Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität Liechtenstein und an diesem Institut gibt es den Martin-Hilti-Lehrstuhl für Geschäftsprozessmanagement. Und der Lehrstuhl, die Mitarbeiter beschäftigen sich mit Fragen der Organisations- und Prozessgestaltung. Das heißt beispielsweise damit, wie können Abläufe in Unternehmen so gestaltet werden, dass sie effizienter sind, dass sie bessere Qualität hervorbringen, dass Kosten gespart werden können, dass sie flexibler sind, aber eben unter anderem zum Beispiel auch, dass sie nachhaltig gestaltet werden können. Wir sind ein Institut von in etwa 15 Mitarbeitern. Unterrichten natürlich dementsprechend auch. Wir bieten einen Masterstudiengang an in IT und Business Process Management. Okay, IT Stichwort, das heißt, alle diese Dinge gehen natürlich nur mit Computer. Technologien und insbesondere Informationstechnologien spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn wir uns mit Geschäftsprozessen beschäftigen. Und zwar geht es eben darum, wie Technologien eingesetzt werden können, um eben solche Ziele, wie ich sie vorhin beschrieben habe, zu erreichen. Und vor allen Dingen stellen wir uns immer mehr nicht nur die Frage, wie kann ich IT einsetzen, um beispielsweise etwas effizienter zu werden, um noch 1% Kosten zu sparen und so weiter, sondern vor allen Dingen auch, wie kann ich IT einsetzen, um völlig neue Geschäftsabläufe zu entwickeln, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sehen Sie, es gibt das heißt, so viele IT, die mitdenkt. Nicht IT, die mitdenkt, sondern Organisationen, die verstehen, welche Handlungspotenziale, welche Möglichkeiten uns IT bietet. Sehen Sie, wir haben so viele neue Technologien, die wir tagtäglich einsetzen. Smartphones, die verschiedenen Social-Media-Anwendungen zum Beispiel. Denken wir an Facebook, denken wir an LinkedIn, die wir tagtäglich einsetzen. Aber wir haben überhaupt noch nicht verstanden, was alles mit diesen Dingen möglich ist. Und das wird dann am Lehrstuhl gelehrt? Das wird zum einen gelehrt, aber vor allen Dingen natürlich auch erforscht. Das heißt, wir beschäftigen uns insbesondere auch mit dem Thema Innovation, der Fragestellung, wie IT-gestützte Innovationen vonstatten gehen können, wie entsprechende Prozesse gestaltet werden können und wie Technologie auch eingesetzt werden kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel nachhaltigere Organisationen zu gestalten. Wir kommen gleich zum Thema Nachhaltigkeit, aber das ist ja ein unglaublich dynamischer Entwicklungsprozess. Sie laufen ja ständig hinter den neuen Technologien nach, hinter neuen Social Media. Also ich würde sagen, alle 2 Jahre gibt es eine Revolution. Das ist richtig. Und vor allen Dingen befinden wir uns an einer Zeit, dass ständig neue Technologien auf den Markt kommen und wir erst Schritt für Schritt lernen müssen, wofür wir sie überhaupt einsetzen können. Nehmen wir das Beispiel Facebook. Unternehmen verstehen immer mehr, wie sie Facebook einsetzen können, um Kunden an sich zu binden. Und wenn wir unsere Universität anschauen zum Beispiel, dann setzen wir Facebook auch ein, um unsere Studierenden zu informieren, um auch andere Interessenten über unsere Universität zu informieren, über die verschiedenen Angebote, die wir haben, über verschiedene Veranstaltungen, die stattfinden. Und das ist eben so ein Prozess, in dem wir uns befinden. Wenn wir jetzt jemanden neugierig gemacht haben bei den Zuschauern, wie kommt er über Facebook an die Uni? Indem sie einfach im Suchfeld eingeben, Universität Liechtenstein, dann ist der erste Treffer ganz unserer Facebook-Seite. Ganz einfach. Und dann kann er sich weiter und dann kann er sich manuell handeln. Entsprechend weiter durch die Webseite hangeln. Sind das Dinge, die so vom Lehrkörper entwickelt werden, vom wissenschaftlichen Personal oder sind auch die Studenten involviert? Wir haben eine sehr starke Kommunikationsabteilung an der Universität Liechtenstein, die insbesondere natürlich dafür verantwortlich ist, dass die Kommunikation funktioniert. Aber die Inhalte werden von den verschiedenen Instituten geliefert, werden natürlich auch von der Studierendenschaft geliefert, völlig klar, wenn entsprechende Veranstaltungen stattfinden. Und auf diese Art und Weise kann halt ganzheitlich kommuniziert werden, was eben an unserer Universität passiert. Wenn wir jetzt sozusagen diese 2 Kernbegriffe gegenüberstellen, also auf der einen Seite IT, neue Medien, Social Media, und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit, ist es nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite die tägliche Revolution, die Entwicklung, die unglaublich schnell ist und auf der anderen Seite das Stichwort Nachhaltigkeit? Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an und zwar, wenn Sie mich fragen, ist Nachhaltigkeit nicht nur Erhalt, nicht nur das, den Status quo zu erhalten, ganz im Gegenteil, wenn wir das versuchen, dann sind wir nicht kreativ, dann sind wir nicht innovativ. Nachhaltigkeit bedeutet zumindest 2 Dinge zu tun. Zum einen sicherlich verantwortungsbewusster mit den Ressourcen, die der Planet uns bietet, umzugehen, aber zum anderen auch zu verstehen, wie wir moderne Technologien einsetzen können, um Dinge völlig anders zu tun.
Das heißt, das Innovationspotenzial, das Transformationspotenzial von Technologien zu verwenden, um nachhaltiger zu werden. Sehen Sie, es gibt ja viele Beispiele, auch gar nicht mal nur im Bereich Informationstechnologie. Denken wir an Energiegewinnung, Solarzellen, Windenergie und so weiter. Das sind ja alles technologische Lösungen, die tatsächlich auch einen Beitrag leisten können, eben zum Thema Nachhaltigkeit und zum Umgang, zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. Also sozusagen ein ganz einfaches Beispiel wäre die papierlose Gesellschaft. Also statt der Zeitung die digitale Zeitung, dann brauchen keine Wälder gefällt werden, es muss kein Papier hergestellt werden. Das ist ein bisschen provokant. Ist ein bisschen provokant, ist auch ein Beispiel, das man sicherlich ein bisschen differenziert betrachten muss, denn jetzt zu sagen, wir verwenden kein Papier mehr, aber jeder bekommt ein Smartphone oder so ein iPad in die Hand gedrückt. Es ist ja so, dass Technologie per se erstmal nicht nachhaltig ist. Das muss produziert werden, das nimmt einen Haufen Ressourcen in Anspruch, es muss betrieben werden, das kostet Strom, das kostet Energie. Und am Ende des Tages muss es auch entsorgt werden. Und wir kennen ja diese grausigen Bilder aus Afrika, riesengroße Müllhalden mit Elektroschrott und so weiter und so fort. Das heißt, einfach zu sagen, wir verwenden kein Papier mehr, wir machen alles elektronisch, ist vielleicht nicht einfach die Lösung. Aber zu verstehen, dass wir diese Technologien sowieso verwenden und dann die Art und Weise, wie wir handeln, vor diesem Hintergrund zu überdenken und diese Technologien eben auch einzusetzen, um papierlos zu sein, das ist natürlich hochgradig sinnvoll. Also es ist mir aufgefallen, wir kriegen immer wieder E-Mails, wo dann am Schluss steht, bitte drucken Sie dieses E-Mail nur aus, wenn Sie es auch unbedingt brauchen. Absolut. Sie sparen Papier und damit sparen Sie Wald. Und also es spielt schon auch eine Rolle, dass man sozusagen durch neue Technologien Ressourcen schonen kann. Absolut. Es geht letzten Endes um die Fragestellung, wie wir neue Technologien einsetzen können, und da sind wir wieder beim Thema Prozesse, um unsere Arbeitsabläufe, um das, was wir tun, so zu verändern, dass es nachhaltiger wird. Nicht zu drucken ist ein sehr einfaches Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre Reisetätigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Außendienst tätig, Sie verkaufen und Sie fliegen mehr oder weniger einmal pro Woche nach New York und wieder zurück, um ein zweistündiges Gespräch zu führen. Das gibt es ja tatsächlich, diesen Fall. Moderne Technologien ermöglichen uns, dies nicht mehr zu tun, denn wir können in unserem Büro bleiben. Wir haben Systeme zur virtuellen Kommunikation, die wirklich den Eindruck vermitteln, dass wir uns gegenüber sitzen, und weniger Reisetätigkeit fällt an. Natürlich muss man auch da wieder berücksichtigen, dass auch diese Technologien hergestellt und betrieben werden müssen. Aber insgesamt kann das natürlich einen sehr positiven Einfluss auf beispielsweise die CO2-Emissionen haben. Aber ist es nicht so, dass sozusagen diese neue Welt einen neuen Menschen braucht? Und das sind vielleicht unsere Enkelkinder. Wir haben einfach noch die Gewohnheit, dass man sich bei schwierigen Gesprächen gerne in die Augen schaut, von Angesicht zu Angesicht und nicht über Skype. Und wir haben eben auch die Gewohnheit, dass wir halt gerne die Zeitung umblättern. Können wir uns anpassen oder ist es sozusagen auch eine Frage von Generationen, von Entwicklungen? Es ist sicherlich eine Entwicklung, aber ich glaube, es geht nicht darum, einen neuen Menschen zu entwickeln, sondern es geht um Umdenken und es geht auch um Lernen und zu verstehen, wie Technologien eingesetzt werden können. Und natürlich stimme ich Ihnen zu darin, dass es sehr viele Dinge gibt, die das persönliche Gespräch brauchen, auch das persönliche Gespräch mit der entsprechenden physischen Nähe. Aber gleichwohl gibt es natürlich viele Anwendungsfelder, wo wir anders handeln könnten, aber aus der puren Gewohnheit heraus es einfach nicht tun. Das hat was mit Umdenken zu tun, das hat was mit Lernen zu tun. Und da geht es natürlich auch darum, Menschen auszubilden, dass sie verstehen, wie Technologien auch sinnvoll eingesetzt werden können. Und das ist ja auch genau unsere Aufgabe. Darum bieten wir auch diesen Studiengang IT und Business Process Management zum Beispiel an. Und das bedeutet natürlich auch, dass Menschen lebenslang lernen müssen. Denn es bringt ja auch nichts, wenn die 25-Jährigen, 22-Jährigen jetzt anfangen, sich zu verhalten. Es müssen alle letzten Endes tun. Das heißt sozusagen, diese Entwicklung, die wir haben, diese rasante Entwicklung in neuen Technologien, zwingt eigentlich alle Menschen, unabhängig in welchem Beruf sie sind, lebenslang zu lernen, sich lebenslang anzupassen. Sie trägt dazu bei und sie motiviert, denke ich. Und es liegt am Menschen letzten Endes zu verstehen, dass Technologien Potenziale bieten und wir verstehen müssen, wie wir sie einsetzen. Investitionen in Technologien können nie direkt zu Wertsteigerung eines Unternehmens beispielsweise führen. Führe ich eine neue Unternehmenssoftware ein, dann ist erstmal noch gar nichts gewonnen. Ich muss verstehen, wie sich das auf Arbeitsabläufe und Prozesse auswirkt. Und dann kann ich letzten Endes das Unternehmen verbessern, kann ich Kosten sparen beispielsweise, kann ich Reisetätigkeit vermindern, kann ich die Qualität meiner Produkte erhöhen und so weiter und so fort. Es ist vorher das Stichwort Solar gefallen. Wenn wir zum Thema Strom gehen, wie soll ich sagen, die umweltfreundlichste Kilowattstunde ist die, die man nicht verbraucht. Das ist richtig. Das heißt, Nachhaltigkeit wäre sozusagen auch in der effizienteren Anwendung der Ressourcen.
Effizienz ist ein sehr wichtiges Thema im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Und gerade wenn wir natürlich an Prozessgestaltung denken und den Einsatz von IT, dann geht es sehr häufig auch um Effizienz. Jetzt gibt es allerdings ein Phänomen, das wir immer berücksichtigen müssen, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, in dem Moment, wo wir effizienter werden, tun wir auch mehr von dem, was wir tun können. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise Kosten sparen kann, dann kann es mehr produzieren gleichzeitig. Und das hat dann natürlich in der Konsequenz nicht immer nur positive Auswirkungen auf die Umwelt. Effizienz ist ohne Frage eine wichtige Komponente, muss aber immer mit Vorbehalt dieses Rebound-Effektes betrachtet werden. Wie ist jetzt die Kombination zwischen Wissenschaft, Lehre und Praxis? Gibt es konkrete Beispiele, wo Liechtensteiner Unternehmer etwa an die Uni kommen und sagen, wir haben so eine Problemstellung, habt ihr vielleicht dafür eine Lösung? Ganz wichtig ist natürlich genau dieses Zusammenspiel. Und wir sind von Haus aus Wirtschaftsinformatiker und das ist eine Disziplin, die sehr anwendungsorientiert ist und lösungsorientiert ist, gestaltungsorientiert ist. Und natürlich geht es auch in unserer Forschung immer darin, letzten Endes Grundlagen zu schaffen, um das dann Unternehmen letzten Endes auch zu ermöglichen, Prozesse zu verbessern, entsprechende Dinge zu tun. Wir arbeiten sehr intensiv mit Unternehmen in der Region zusammen. Wir haben ein sogenanntes Kompetenzcenter-Konzept, wo wir zu verschiedenen Themenbereichen mit den großen Firmen, die wir hier in der Region vor Ort haben, zusammenarbeiten, sehr intensiv. Da kommen dann auch Unternehmen mit ganz konkreten Fragestellungen zu uns. Da geht es jetzt nicht nur eben um dieses Nachhaltigkeitsthema, sondern auch um Fragen der Prozessgestaltung, um die Frage, wie gehe ich mit Dokumenten um, wie betreibe ich Informationsmanagement und so weiter. Und das ist natürlich sehr wichtig für uns auch, weil wir auf diese Art und Weise lernen, was sind konkrete Fragestellungen, die Unternehmen in der Region interessieren, die dann natürlich auch uns wieder motivieren, entsprechende Forschung zu betreiben, was dann natürlich im Transfer auch wieder an die Unternehmen zurückgeht. Wenn wir jetzt sozusagen an die Eltern, Großeltern denken, deren Kinder vielleicht irgendwann einmal vor einer Entscheidung stehen, was sollen sie später im Leben machen, wie sind die Zukunftsaussichten für Wirtschaftsinformatik? Ich meine, es ist eine dumme Frage, ich glaube, jeder kann sie beantworten. Sind hervorragend. Ja, davon gehen wir aus. Aber was gibt es für ein Anforderungsprofil? Welche Fähigkeiten, welche Neigungen muss man mitbringen? Gibt es bestimmte Richtungen, auf die man sich spezialisieren soll? Es gibt absolut verschiedene Richtungen, auf die man sich spezialisieren soll. Das Spannende an dieser Disziplin ist, dass wir interdisziplinär sind. Das heißt, wir befinden uns an der Schnittstelle zwischen den technischen Disziplinen, Informatik auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch der Betriebswirtschaft auf der anderen Seite. Das heißt, es geht im Kern darum, zu verstehen, wie kann Technologie eingesetzt werden, um die Welt zu verbessern, Organisationen, nicht nur Unternehmen, auch natürlich öffentliche Organisationen, Staaten, Verwaltungen und so weiter zu verbessern. Und dementsprechend kann man auch mit sehr verschiedenen Hintergründen in diesen Bereich gehen. Das heißt, wir haben Studierende, die haben eher einen technischen Hintergrund, wir haben Studierende, die haben eher einen Management-Hintergrund. Wenn sie bei uns im Master studieren, haben sie schon einen Bachelor-Abschluss in einem Bereich. Und das ist auch gerade die große Stärke, weil durch diese verschiedenen Hintergründe die Leute, die Studierenden natürlich auch voneinander lernen können letzten Endes. Und gleichzeitig ermöglicht es natürlich auch, sich entsprechend zu orientieren. Die eher Interesse an technischen Themengebieten haben, können sich in diese Richtung entwickeln. Diejenigen, die eher an Management-Themen orientiert sind, können sich entsprechend eher in diese Richtung bewegen. Wichtig ist aber, dass sowohl der eher technisch orientierte Managementverständnis entwickelt, als auch der Manager versteht, wie Technologien eingesetzt werden können. Denn wenn wir uns anschauen, wie Unternehmen heute geführt werden und was vor allen Dingen wichtige Investitionen sind, dann sind IT-Investitionen unwahrscheinlich signifikant in diesem Zusammenhang. Und zu verstehen, wie Technologie eingesetzt werden kann und vor allen Dingen auch bei der Entwicklung von Strategien zu verstehen, was Technologie leisten kann, ist eben sehr, sehr wichtig für Unternehmen. Ist es vorstellbar, dass das Büro der Zukunft völlig dezentral ist, dass man einfach seinen Computer oder sein Tablet, ist eine gute Frage, ist gleich Smart-Telefon hat? Ich glaube, es ist vorstellbar und ich denke, wir befinden uns in einem Prozess, der etwas in diese Richtung geht. Ich kann das nicht wirklich beantworten, einfach vor dem Hintergrund, dass wir verschiedene Entwicklungen sehen. Es gab ja einmal es gibt ein Buch, das heißt The World is Flat. Da geht es letzten Endes darum, dass jeder mit jedem in Wettbewerb steht, eben durch die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien. Gleichzeitig können wir aber auch beobachten, dass eine Zentralisierung an bestimmten Orten der Welt stattfindet. Das heißt, entstehen sogenannte kreative Zentren letzten Endes. Es ist ein regelrechter Wettbewerb. Silicon Valley. Genau, Silicon Valley zum Beispiel. Es gibt in Asien, in Australien verschiedene solcher Creative Hubs, könnte man auch sagen. London ist auch ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, es findet eine gewisse Zentralisierung auch statt. Aber gleichwohl müssen wir auch sehen, dass vieles von dem, was wir heute tun, auf Dauer nicht
durchführbar ist, eben vor dem Hintergrund dieser Nachhaltigkeitsüberlegung. Das heißt, wir müssen fundamental anders handeln. Und ich denke, diese Dezentralisierung, die Sie gerade angesprochen haben, das ist eine dieser Entwicklungen, die wir beobachten können. In der Vergangenheit, um ein Beispiel zu sagen, war es so, dass der Immobilienmakler ein Büro hatte und von dort aus hat er gearbeitet. Heute braucht er eigentlich nur ein Smarttelefon oder ein Auto. Und das ist sein ganzer Job. Und das, was Sie gesagt haben, diese Konzentration, das hat es ja schon einmal gegeben. In der Stadt im Mittelalter war das die Gasse der Schuhmacher und das war die Gasse der Goldschmiede. Hatte den Vorteil, dass es in diesem Zentrum eine unmittelbare Konkurrenz gibt und dass sich der Kunde extrem leicht informieren kann. Das passiert jetzt übers Internet weltweit. Es passiert weltweit. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass natürlich dieser persönliche Austausch, gerade wenn es um Innovation, wenn es um Kreativität, auch im Forschungsbereich geht, durchaus auch gefördert wird dadurch, wenn ich Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Interessen, auch Studierende, Lehrende, Leute, die ein Geschäft aufbauen, zentral an einem Ort habe. Ich bilde sogenannte Cluster und das führt zu mehr Kreativität und zu mehr Innovation. Und ich denke, das ist eine der sehr spannenden Entwicklungen, die wir momentan beobachten können. Auf der einen Seite genau dieser Wettbewerb, den Sie beschrieben haben, der virtualisiert ist. Das heißt, es ist egal, wo ich mich auf dem Planeten befinde, aber gleichzeitig stellen wir auch fest, dass nach wie vor eben genau dieser Austausch eine wesentliche Rolle spielt. Ich kann mir vorstellen, dass die Lösung dazwischen liegt. Das heißt, natürlich werden wir diese Entwicklungen weitersehen, aber natürlich werden Technologien für die Vernetzung eingesetzt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die wissenschaftliche Welt schauen, dann haben wir heute eine ganz andere Form der Zusammenarbeit, als wir das noch vor 20, 30 Jahren hatten. Wenn ich da mit einem Forscher in Amerika zusammenarbeiten wollte, musste ich Briefe hin und her schicken oder vielleicht einen Fax damals schon. Heute geht das natürlich über Skype und über die verschiedensten Technologien und E-Mail und so weiter ganz anders und es führt zu einem sehr effizienten Austausch. Gleichwohl muss man sich irgendwann noch mal treffen und miteinander sprechen. Gilt genauso wohl auch für die wissenschaftliche Recherche. Übers Internet ganz einfach, früher hat man Tage und Wochen in Bibliotheken auf der Welt verbracht, um das Material zu suchen. Absolut. Wenn Sie an die Uni Liechtenstein gehen zum Beispiel, da haben wir eine überraschend schöne, aber sehr kleine Bibliothek. Warum funktioniert das? Weil wir natürlich einen sehr umfangreichen Zugriff auf elektronische Datenquellen auf der ganzen Welt haben letzten Endes. Das heißt, die Studierenden können auf Zeitschriftenartikel zugreifen und wenn dann trotzdem mal Not am Mann ist und ein Buch besorgt werden muss, dann funktioniert das natürlich auch dementsprechend. Ja, aber leben wir nicht schon in einer Welt, wo man sagen muss, es ist eigentlich undenkbar, ein Geschäft zu betreiben ohne Internetpräsenz? Ich müsste lange überlegen, um ein Beispiel zu finden, wo nicht einmal ein Arzt Technologien kann aufs Internet verzichten. Nicht ein Arzt. Die Kundendaten sind in zentralen Systemen. In Österreich gibt es eine zentrale Scheckkarte und über diese Scheckkarte kriegt er über den Computer alle Daten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können aus unserem heutigen Leben Informationstechnologie nicht mehr herausziehen. Das funktioniert nicht. Wenn Sie ein Unternehmen nehmen und Sie entfernen die IT, dann funktioniert das Unternehmen nicht mehr. Und das Gleiche gilt eben nicht nur für Organisationen, das gilt ja mittlerweile auch für unser privates Leben. Nehmen Sie den Leuten ihren Computer weg, ihr Smartphone weg, kommen die überhaupt noch im tagtäglichen Leben zurecht? Ja, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir die Eltern oder die Verwandten anrufen können, weil alle Telefonnummern sind ausschließlich im Smarttelefon. Und wehe, man verliert es. Absolut. Da beginnt man wieder bei Null. Absolut. Das heißt sozusagen, Resümee, wer immer vor einer Entscheidung steht, in welche Richtung möchte er später einmal im Berufsleben gehen, er ist gut beraten, wenn er sich mit dem Thema IT auseinandersetzt. Absolut. Ich glaube, ein Manager auch zum Beispiel heute muss verstanden haben, was IT leisten kann. Ein Mitarbeiter muss verstanden haben, wie IT eingesetzt werden kann. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die IT entwickeln. Ich muss auch im privaten Leben verstehen, wie setze ich Technologien ein, wie gehe ich auch mit den Risiken um, die ohne Frage damit verbunden sind. Was gebe ich preis zum Beispiel über mich im Internet, was gebe ich nicht preis. Ich denke, Wissen über Technologie ist ganz, ganz zentral. Dann gibt es also noch einen wichtigen Begriff aus der Steinzeit der Wirtschaft, Kosten-Nutzen. Aber ich nehme an, auch das gibt es auch in der heutigen Welt, in der IT-Welt gibt es immer noch Kosten-Nutzen-Überlegungen. IT kostet ja auch. Absolut, absolut. Und das ist eins der komplexesten Probleme nach wie vor, mit denen sich auch die Wirtschaftsinformatik beschäftigt, eben genau diese Frage nach Kosten-Nutzen. Es geht um den Wert, den IT letzten Endes generiert. Eine Problematik ist sicherlich, dass wir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Betrachtungen unterscheiden müssen. Und es gibt so eine Diskussion über das sogenannte Produktivitätsparadoxon der IT. Das heißt, die Frage, sind Unternehmen wirklich erfolgreicher als andere, wenn sie viel in IT investieren? Was wir schon wissen, ist, wenn sie nicht in IT investieren, dann sind sie garantiert weniger erfolgreich.
Aber die Fragestellung letzten Endes ist, wie setze ich, und da sind wir wieder am Ausgangspunkt, wie setze ich Informationstechnologien ein, um eben Wettbewerbsvorteile zu erreichen, um maximalen Wert zu generieren, um Kosten zu senken, um Flexibilität zu erhöhen, um Qualität zu verbessern. Und genau das ist das Kernthema der Wirtschaftsinformatik. Dann glaube ich, muss man zum Schluss noch sagen, IT ist nichts Statisches, also das ist nicht eine Entscheidung, die ich einmal treffe, sondern die muss ich permanent evaluieren. Absolut, es ist ein kontinuierlicher Prozess und vor allen Dingen wissen wir heute auch, dass wenn eine Unternehmung Strategie entwickelt, dass es sehr wichtig ist, dass sie IT-Abteilung an Bord holt, dass sie versteht, was sind die Fähigkeiten, die IT uns bietet vor diesem Hintergrund und auf diese Art und Weise IT auch an strategischen Entscheidungen durchaus unterstützt. Gleichzeitig muss aber die IT auch verstehen, was sind die Anforderungen, denn natürlich ist es das Management, das die Strategie entwickelt letzten Endes. Was sind die Anforderungen, das heißt, was müssen wir leisten, damit die Unternehmung, damit die Organisation auch ihre Ziele erreichen kann. Und das ist ein Kommunikationsproblem. Und an genau dieser Schnittstelle befinden sich Wirtschaftsinformatiker. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank. Falls Sie Kinder, Enkelkinder haben, die vor der Berufswahl stehen, ich hoffe, Sie haben es mitgenommen. IT, Wirtschaftsingenieur, das ist ein Beruf, der große Zukunft hat, unabhängig von der Wirtschaftskrise. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und ich wünsche Ihnen wie immer viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von Einzelfeld TV. Dankeschön und auf Wiedersehen.